Retro Battle. Okay. Retro-Butter, das Beste vom Feinsten. Das Beste vom Feinsten. Mal wieder. Und zwar heute Freitag. Horror-Freitag. Am Freitag wird es immer gruselig. Das wird super gruselig. Super gruselig. Mit? Das wird nicht verraten. Ich mache einfach mal Start. Okay. Also das mit, Helen, where should I go? Na, nach Hause. Was los? Ich denke, wir sind in England. Norway? Hotel? Municipal Library, University Research. Komm ich nach Hause. Ich wohne auf Stadthousing. Ja, oh, das ist where I live. Siehst du? Okay. Ich bin mit ihr einer Meinung. Ab nach Hause. Bringt doch nichts. Genug gearbeitet. Weiß auch, was auch immer sie getan hat. Sie hat gesagt, hör auf, sie zu hypnotisieren. Oh, ein gruseliges Zimmer hat sie, oder? Mhm. Schön. Ne, du warst zu Hause, hast dich erholt und jetzt weiterarbeiten. Sind wir hier in Japan oder was ist hier los? Das ist ein japanisches Spiel. Die haben ein ganz anderes Konzept von Arbeit. Das ist wirklich ein japanisches Spiel, tatsächlich. Komm, wir gehen. Chef und Matt. Ich werde gemobbt von den Reportern. Übrigens, wer gemobbt wird. Das versteht doch keiner, weil wir da drin Part raus. Da, das macht nichts. Jedenfalls, wer gemobbt wird, ne? Lasst euch das nicht gefallen. Lasst euch das nicht gefallen. Meldet euch bei der Retro-Butter Hotline. Ja, die ist auch für und gegen. Nee. Die ist für Mobbing. Hauptsächlich gegen Mobbing. Hauptsächlich. Man muss ja seine Prioritäten setzen auch. Auf jeden, ne, Fall. Und wir stehen dafür euch mit ein. Und dahinter auch. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Genau. Das Beste vom Feinsten. Kann man da nur sagen. Alter Falter. So, was ist jetzt hier los? Das ist wieder dieses gruselige Kind. Es gab wohl mal ein Pärchen, was ist jetzt kein hier ausgedachter Mist, so Reality sein, ne? Was, wo ein Kind adoptiert. Aber das war irgendwie... Hat oder wollte. Und was ist denn das jetzt hier? Und es war wohl dann so, dass dieses Kind kein Kind war, sondern ich glaube, Anfang 20 und versucht hat, wie war das denn? Die Eltern umzubringen im Schlaf? Irgendwie so? War das ein Film? Da gab es nämlich einen Film dazu. Ja, aber ich glaube, das ist eine reelle Begebenheit irgendwie. Okay, krass. Das ist super creepy. Adoptierst du ein Kind, denkst, ach, das ist hier 10 Jahre alt und dann... Da frage ich mich, wie merkt man denn sowas nicht? Ich habe nämlich zufälligerweise vor kurzem so ein Video gesehen über so einen russischen Typen. Der ist irgendwie über 30, sieht aber aus wie ja, so 13, 14 Jahre alt, total verrückt. Aber eigentlich sieht man das dem schon an, so ein bisschen wegen der Haut so und so am Hals. Und den Händen sicherlich, das sieht man auch immer. Ja, das Alter. Die sind so ein bisschen so sehnig so. Aber das ist trotzdem so verrückt, weil das glaubt ihm ja keiner, ne? Aber er hat einen Führerschein und alles, ne? Und hat, obwohl ihm keiner geglaubt hat, hat er einen Führerschein gemacht. Naja. Aber stell dir vor, es ist übelst anstrengend bestimmt, oder? Sicherlich. Lern mal jemanden kennen. Der hat anscheinend eine Freundin. Ist das so? Gruselig auch. Was ist die Freundin für Ansprüche hat da, ne? Kommst zum Date und die sagt dann hier, bist du der kleine Bruder oder? Nichtsdestotrotz ist hier noch Was rauszuholen. Investigation am Start. Ich finde es gut, Kai. Ich habe kein einziges Detail mitbekommen von dem Spiel. Aber wir sind schon so weit. Ja. Das ist Wahnsinn. Aber ich denke, es läuft wie geschmiert. Es läuft wie gebuttert. Das sind ja so die wiederkehrenden Elemente in unserem Bums. So. Ja, es tut mir leid. Also ein bisschen du klickst. Einfach. Ich will jetzt nach Hause du klickerst. Gehen. Really have to get to the university. Wo ist die University? Wo ist die University? Hä?
Willst du ein bisschen Wasser? Da. Ich bin heute mal Spendabel. Ja, gerne. Gib mir Wasser. Sie hat sie gerade hat gesagt, eine sie muss in die Dissertation Uni arbeiten. gehen. Und wenn ich auf die Uni klicke, sagt sie, oh, ich sollte nach Hause gehen und an meiner Dissertation arbeiten. Klar. Oder nee, geht sie doch nicht nach Hause? University Research Building. Ja, komm. Einer geht noch. Einer. Bisschen Wasser. Bisschen Wasser tut mir auch mal gut. Hm? Oh, der ist wieder so ein Spitznasentyp hier. Zack. Wieso? Guck mal, wenn ich jetzt hier mein. Ja, pass auf, du rauchst es gleich um. Ich rauch es gleich und um. Dann hast du einen nassen Schritt. Ich stelle es lieber nicht über den Rechner, Kai. Hier dort vorne kannst du es hinstellen. Das stand die ganze Zeit über dem Rechner. Ja, ich weiß. Und das ich hast hab, du und ich habe es ertragen. Jetzt irgendwann aber ist irgendwann Schluss. Ist Schluss. Okay. Ich verstehe das teilweise, was du damit bezwecken willst. Ich mache jetzt Folgendes. Du fast äxt. Ich war ansatzweise, schaffe ich nicht, das zu krass ein Glas Wasser weg zu äxen. Echt? Boah. Wow. Aufgetankt und weiter geht's. Jedenfalls, guck mal, der Cursor ich schaue. Oder der Mauszeiger, der wandert automatisch bei Ihnen in den Schritt. Was ist das denn? Okay. Es ist die Körper. Oh, Mrs. Maxwell, sagt er da gleich. Mrs. Maxwell. Thanks, it's a big help. Oh, going down. What are you going to Sie do? Sie haben mir echt geholfen. Oh. Ah, keine. Sie müssen nicht oh, zuschließen. Wir sind alleine jetzt in der Uni. Mit Mrs. Nee. Maxwell. Gruselig. In der Uni. Das ist aber wirklich gruselig, finde ich. Immer so. Wer macht denn sowas? Hast du mal hier Lesenacht gemacht? Nee. Nee? Ich habe weder Lesetag noch Nacht gemacht. Wir haben mal Lesenacht gemacht. Ja. Einfach in der Schule übernachtet. Also das hätte ich, glaube ich, cool gefunden, da zu übernachten. Aber mit dem Lesending. Es ist irgendwie wirklich gruselig. Ich weiß nicht warum, aber Schule in der Nacht. Mega gruselig. Ist ja schon tagsüber gruselig. Uni, ne, nicht so unbedingt. Aber Schule irgendwie gruselig. Was mache ich denn jetzt hier? Jetzt tue ich die hier übelst molesten, wenn es in die schläft. Ist es hier hypnotisiert? Ist sie schon wieder hypnotisiert? Sie kommt einfach nicht raus. Sie ist ständig hypnotisiert. Let me sleep a little longer till Becker comes. Okay. Bis der Becker da ist. Was? Buckwheat for napping. Da haben wir es wieder, das Buckwheat. Ach, wir machen auch einen Nap. Okay. Okay. Das Licht ausmachen. Super creepy. Hier passiert doch bestimmt gleich was. Hoffentlich. Gut, dann haben wir ein bisschen Material. Noch mehr Material. I'm a living in a material world. I'm a material girl. Pitch black. In pitch dark. Kann sie mal die Vorhang wieder zumachen? Kann sie nicht, okay. Gibt's hier noch? Comic book. Mhm. So, ich würde jetzt gerne hier. Das Licht ausmachen. Kann ich mich noch waschen oder so? Okay. Boah, ich habe einmal erlebt, beziehungsweise nicht nur einmal eigentlich, ein paar Mal, dass in Japan, weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ich war noch nicht in Japan, also weiß ich nicht, ob ich das meine, schon mal nicht hatte. Unbedingt auf Japan bezogen, aber dass du so fertig warst von der Arbeit, beziehungsweise so früh zur Arbeit musstest, weil du hattest gar nicht die Zeit, dir zu Hause die Zähne zu putzen, das auf der Arbeit machen musstest. Weil du so früh aufgestanden bist? Oder ich check's gerade gar nicht. Naja, oder halt allgemein schon früher bei der Arbeit sein wolltest, damit du dann wirklich da bist und nicht zu spät kommst. Und du bist zu spät aufgestanden und hast nicht mehr geschafft, Zähne zu putzen. Ich nicht. Japaner. Ich geh einfach rein und du stehst da und putzt sich die Zähne. Ach so, weil er keine Zeit hatte. Es ja. Ach so, das kann. Wir hatten doch einen, strange. Wo wir Abitur gemacht haben. Der Typ hat auf der Straße, auf dem Weg. Das ist auf dem Weg so? Zur Schule, das weiß ich noch ganz genau, hat er Zähne geputzt. Was? Ja.
Zugegebenermaßen jetzt hier kein Ich habe. Judgment abgeben, aber ich war vielleicht ein bisschen irre, aber ich weiß auch nicht, ob er überhaupt. Habe auch einen gesehen, der hat im Zug saß er da, Das ist verrückt, hat oder? in Zeitung gelesen und sich bestimmt Und wo? fünf oder 10 Minuten lang die Zähne Und wo spuckt geputzt. man das dann hin? Ich glaube, da hat es einfach verschluckt. Können Sie mir jetzt alleine? Wieso? Wo ist sie hin? Es klopft. Wollen wir gucken? Wollen wir es ignorieren? Was? Das hat doch nicht geklopft. Was ist das denn? Du hörst es doch. Die ganze Zeit. Ha? Alter, es klopft doch die ganze Zeit. Was ist mit deinen Ohren? Ach so, vielleicht ist. Oh, nee, das macht keinen Das Sinn. ist das Kabel bestimmt. Das macht. Steck dir mal hier den unbenutzten Nippel rein. Warte mal. Ist dein Kopfhörer nicht richtig drin? Oh. Ist dein Kopfhörer kaputt oder was? Hier höre ich keinen Klopfen mit dem rechten Kopfhörer. Es ist vielleicht Okay. Schön. Mono-Klopfen. Jedenfalls, es klingt, als würde jemand klopfen, ne? Oder hämmern. Jemand macht Bam, Reparaturen bam. um 12 Uhr nachts, so wie Man weiß ja das nicht, wie üblich spät es hier ist. ist, ne? Aber wo ist denn unsere Hypnosefreundin hin? Ich würde es gerne ignorieren. Ich mag das nicht, wenn jemand hämmert. Wir müssen aber, oder? Schau mal, wer da hämmert. Das war doch so eine Serie. Hör mal. Wie auch immer. Hör mal, wer auch immer. Das war eine Serie. Oh Gott. Wer ist da? Wer hämmert denn um die. Ein Typ. Gott sei Dank. Der hämmert. Ich weiß eigentlich, was passiert, glaube ich. Ich kann mich erinnern. Oh. Der Scherenmann! Ich wusste es! Oh Gott, 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 oh Gott. Wohin, 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 wohin? Wie ist das? Ist das der Professor? Das ist der Scherenmann! Oh, ich dachte, er hat nur eine Wahl. Lauf! Lauf weg. Nicht gegen die Wand. Lauf weg. Ich weiß gar nicht, ob ich laufe oder das automatisch mal passiert. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Sag ich doch. Super gruselig ist das. Ich finde den Scherenmann ist ja endlos gruselig. Aufs Klo? Aufs Klo? Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ja, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Weil das sind bestimmt die Silent Hill Viecher. Wieso sind denn hier die Silent Hill Viecher? Weil der Punkt. Hast du den Film nicht gesehen? Ach, guck mal, wie aus dem Oh, Schatten. der Schatten, der ist super. Kann sie nicht aufs Klo klettern? Er sieht die doch. Ich glaube. Er ist Gruselige weg. Musik ist vorbei, alles Es gut. hat doch gut funktioniert. Sag. Die Tür quietscht mega. Außerdem bist du in Männertoilette gegangen? Ja. Damit hat er nicht gerechnet, meinst du? Ah, schlau. Unsere Hände sind covered mit Blut. Ist das so? Helen, ha? Gucken wir mal, ob jetzt wieder alles in Ordnung ist. Sicher. Denke. Irgendwann wird er auch müde. Weil sind wir immer noch alleine Weil hier? diese Schere sieht verdammt schwer aus. Der war jetzt auch nicht der Größte, ne? Nee. Wo war denn jetzt unser Raum? Der hier, ne? Was ist denn das? Feuerlöcher, oder? Oder eine Weinflasche. Oder Ketchup. Vielleicht Ketchup. Ich habe die Tür geöffnet, tut mir leid. Hä, hier war doch eine Leiche. Die ist weg. Jetzt haben wir uns auch die Hände gewaschen. Alle Beweise sind Vernichtet. vernichtet. Es gibt alles keinen Sinn. Alles gibt keinen Sinn. Meinst du, sie ist der Scherenmann? Die Scherenfrau. Fire Extinguisher. Okay, ist verschlossen. Klar, der Sicherheitsausgang ist verschlossen, macht Sinn. Das hat er auch gesagt, das ist ungewöhnlich, das ist Oh. nicht bewegt. Habe ich nicht aufgepasst. Und die Männer-Lounge ist auch zu. Super, wir sind komplett alleine. Das ist auch das, was ich machen würde, nachts in der Uni übernachten. Nachdem. Achso, nee, du wusstest ja noch nicht, dass du von dem Scherenmann angeschert wirst. Auch zu. Okay. So, was Ganz hier? ehrlich, ich würde versuchen, einfach irgendwelche Türen aufzuschlagen. Oder? Sogar aus dem Fenster rauszuklettern in deinem Zimmer. Ja. Gott, das ist
Atmos sieht ja gut aus, ich hätte Angst, dass ich runterfalle. Das sieht echt gruselig aus. Das träume ich ganz oft, dass ich so Treppen hochlaufe, die keine Gelände haben. Mhm. Und alle neben mir laufen so, als wäre es völlig normal. Und ich denke immer, Alter, fuck, das ist voll tief, was macht ihr hier? Was ist ein Big Help? Ja, Sicherheitsleiter. Can't be used because it's locked. Okay. Aha. Aber wir haben keinen. Also Schlüssel finden. Kannst du durch in die Tür? Ist alles schön dunkel draußen. Super. Das hat sich ja gelohnt. Alles ist locked. Hm, siehst du? Ach, das ist noch der zweite nicht ist. Naja, dann merkt man wieder, dass es so ein japanisches Spiel ist. So. Weil Suizid natürlich nur ein japanisches Phänomen ist. Die haben das erfunden. Die haben Selbstmord groß gemacht, die Japaner. Naja, kulturell ist es schon ziemlich verankert. Das verankert. Fahrstuhl geht der? Na klar. Steig in den dunklen Schacht. Der nichts Gruseliges erlebt oder so, ne? Jetzt geht die 3. Bei ihr geht's. Sie hat ja jetzt nichts zu tun. Bitte. Zack. Ist noch schnell. War erschrocken. Vielleicht noch mehr. Waren wir hier nicht schon? Ist das die Etage, wo wir vorhin waren? Hast recht. Ja. Jetzt verunsichere mich dann, ich weiß es nicht. Oder ist hier auch eine Toilette? Wäre schon schön, wenn auf jeder Etage eine wäre, ne? Aber. Ah, das war hier. Was ist denn das? Dann nehmen wir nochmal den Fahrstuhl. Wir wissen jetzt, dass der funktioniert. Da war wieder ein. Die Tür ging nie, ne? Ein gruseliger Gena am Gruselfreitag. Oh. Da ist der Scherenmann, der toll. Was hat er denn? Alter, guck mal. Ist das. Ach, da die trägt die Maske. Kill. Wow. Wie macht er das? Ich weiß es nicht. Wie ist krass, wie der das programmiert hat, ne? Das hat ihn, deswegen war er so lange weg. Er hat den ganzen Computer umprogrammiert. Schaffen wir das? Lass dir Zeit. Oh Gott. Scheiße. Oh, ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Ich denke, wir sind noch safe. Okay. Nicht, dass er jetzt hier gleich durchschert. Schnell, 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 drück irgendwas. Wir haben es geschafft. Aber nicht, dass er gleich hier vor der Tür wartet, ne? Aber das schafft er dann nicht so schnell, oder? Schere ist viel zu schwer. Alter. Der läuft ja schon so gebückt. Pass auf, wir verarschen den jetzt, wir fahren nicht. Was? Du fährst jetzt wieder hoch? Wir fahren jetzt ganz runter. Ah. Oh. Wow. Wie hat er das gemacht? Ich dachte, der hat uns verarscht. Mach mal, lauf mal weg. Ich geh da nicht. Brauchst nicht rennen. Wieso rennen? Nein, du sollst rennen, nicht die Tür aufmachen. Wie rennt sie denn? Doppelt. Kann ich den Feuerlöscher benutzen? Das ist die Ketchupflasche. Das geht nicht. Exit. Ist zu. Oh, okay. Yeah, fuck. Wieso kann ich denn das nicht? Kann ich ihn verbrennen? Wieso? Die bleibt einfach stehen. Ich glaube, wir sind tot. Ah. Herbert Grönemeyer, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Da geht es doch auch darum. Die ist taub und spürt, die dreht die Musik so laut auf, dass sie den Bass spürt. Mhm, du sagst es so, als ob ich das kennen müsste. Alter, was ist mit dir los? Ich kenne es nicht. Aber gut,